Fehler im Code verschlechtern die Conversion Rate. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Jede Webseite muss ein Ziel haben. Sei es ein E-Shop, dann ist es klar, das ist der Warenkorb und die Bestellung. Sei es ein Dienstleister im B2B-Bereich, der eben kein Produkt über die Seite verkaufen kann, dann ist es zumindest das Kontaktformular. Und umso mehr Fehler eine Seite hat, umso schlechter lädt sie natürlich aus, umso mehr Probleme gibt's und auch umso schlechter wird die Seite bei Google gerankt. Nun, wie messe ich oder wie sehe ich überhaupt, wie viele Fehler meine Seite im Code drin aufweist? Das kann mir natürlich wiederum ein Tool zeigen, ein Online-Tool, das wir uns gleich gemeinsam anschauen. Ich bin hier auf google.ch und suche hier noch W3C Validator. Das haben wir hier gleich gefunden und ich kriege hier zu oberst diesen validator.w3.org. Die geben vor, da steht hier eben auch drin, wie ein Code ausschauen muss, damit er eben gut aufgebaut ist. Ist auch relativ simpel. Sie suchen hier einfach noch Fehler im Code drin. Und ich gebe hier nun eine URL ein und kriege relativ rassig hier diese Fehlerangaben. Das heißt, bei unserer Seite hier beispielsweise sind es 9 Fehler und eine Warning. Und jetzt sehe ich natürlich auch gleich direkt hier unten, was das für Fehler sind, und das ist vor allem interessant. Mir wird hier angezeigt, dass hier beispielsweise ein Error schon bereits ist, wenn ein Tag hier nicht sauber abgeschlossen ist, und hier sehe ich, das ist hier in unserer Referenz drin, das ist hier der Titel oben drin, der nicht gut abgeschlossen wird. Das ist die zweite Referenz, dann habe ich hier unten die dritte Referenz mit jobs.ch, die vierte und die fünfte. Also sind unsere 5 Referenzen, eigentlich ganz ein einfaches Ding. Wenn ich das hier abschließen würde, hätte ich bereits 5 Fehler eliminiert und weiß das Gleiche, ich muss es also nur einmal erledigen. Da habe ich hier unten noch weitere Fehler drin. Da geht es auch übrigens immer um die Startseite, um unsere News. Da habe ich noch sowas, da wird offenbar der Image-Link, hier ganz hinten wird das nicht sauber abgeschlossen. Hier hinten dran, auch wieder bei den News, habe ich dieses nach dem URL-Abschlusszeichen, das mir fehlt. Und dann habe ich hier unten noch 2 Sachen. Einmal hier beim Facebook-Link, das und das fehlt. Und auch hier hat es nochmal was mit Facebook zu tun. Das also relativ einfach aufgezeigt, wo die Fehler drin sind. Auch das ist was, das ich meinem Webmaster geben kann. Und der kann das Ganze beheben, damit die Seite schneller lädt, damit sie Google toller findet. Dann das misst Google auf jeden Fall, dass sie mehr und besser gerankt sind und schlussendlich eben höhere Abschlussquoten von Ihrem Checkout oder Ihrem Formular haben. Also ganz wichtig, schauen Sie sich das an, gehen Sie auf die Seite drauf, geben Sie Ihren URL ein und schauen Sie mal, was passiert. Würde mich natürlich auch interessieren, was da rauskommt. Vielleicht hier sogar für Mutige in den Kommentaren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.